So, und einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heutiges Thema ist das Fermentiersilo von Omatana, und das möchte ich euch gerne mal zeigen und gucken, was das so alles kann. So, das Fermentiersilo ist eine Produktion und ihr müsst die immer in den Produktionsmenüs finden. Und geht dann auf Bauen und dann geht ihr auf Produktionen und dann habt ihr schon hier die stehen, Fermentiersilo. Das nimmt Güter und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Als Beispiel, die Eingabe ist jetzt Gras, Heu und Häckselgut und die Ausgabe ist dann Silage natürlich. Das könnt ihr euch hier hinstellen, im Hintergrund gerade. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel jetzt drei Sachen reinschütten. Und ich habe mir mal hier so ein Multifrucht-Silo hingestellt. Also eine Multi-Einkaufsstelle. Da kann ich ja auch jetzt Gras, Heu und Häckselgut rausholen. Und möchte dann mal gucken, wie viel das halt ungefähr jetzt braucht. Wenn ihr es jetzt Fermentiersilo jetzt suchen müsst, geht ihr in die Optionstasten und dann geht ihr mal auf Fabriken oder Produktionsketten. Da steht zum Beispiel hier drinne Fermentiersilo, Gras, Heu und Häckselgut. Und da wird jeweils 1000 Liter Häckselgut oder Heu zu 1000 Liter Silage gemacht. Und ihr fragt euch bestimmt, wie viel kriege ich denn da rein und so. Das ist ganz einfach. Da habt ihr zum Beispiel hier so ein Silo, habe ich hingestellt. Und da steige ich jetzt mal in den Traktor ein und kipp mal von den drei Fruchtsorten, die wir da haben, mal jeweils einen Anhänger ab und zeige euch mal das ein bisschen. So, wir haben hier das Silo stehen. Da kann ich dann zum Beispiel Häckselgut kaufen. So, der füllt das natürlich. Und dann fahre ich hier zum Beispiel hier drüber und kipp's natürlich ab. Also da habt ihr halt den Trigger unten, R1 und Dreieck. Da kann ich jetzt ja dann abkippen. Das dauert halt ein bisschen bei manchen Anhängern. So, jetzt haben wir zum Beispiel eine Ladung mal Häckselgut abgekippt. Und jetzt gehen wir die nächste Ladung holen mit Gras oder mit Heu. Einmal Gras hier, ne? Genau, zum Beispiel auch abkippen oder kaufen halt vom Einkaufssilo direkt. Jetzt habe ich schon zum Beispiel nur mal als Beispiel hingestellt. Dann fahren wir nochmal zurück, mal Heu holen. Dann Heu. Genau. Also wir haben jetzt jeweils einen Anhänger von jedem abgekippt. Und dann gucken wir an, wie viel man da mal ungefähr reinschütten können. Das Endprodukt ist ja immer dasselbe, Silage, ist ja klar, wie im Fahrsilo hier auch. Und das ist dann egal, ob ihr jetzt Gras reinschüttet, Heu oder Häckselgut. Geht natürlich auch. So, jetzt haben wir hier von jedem abgekippt. Dann könnt ihr zum Beispiel hier reingehen. Dann könnt ihr die verwalten. Dann könnt ihr zum Beispiel alle drei jetzt anschalten, als Beispiel. Zack, zack, zack. Und hier steht auch drinne Zyklen pro Monat 120 bei Produktionskosten pro Monat mit 2 Euro pro Monat. Und hier seht ihr schon, wir haben hier schon ein bisschen Silage hergestellt. Ihr könnt auch wählen, ob ihr die behalten wollt oder direkt verkaufen wollt. Oder verteilen geht auch. Verteilen wir jetzt zum Beispiel eine Biogasanlage oder so. Und wenn ihr jetzt die Silage raus haben wollt, dann geht ganz einfach hin
fahrt mit dem Anhänger unter diesem Trigger. Dann steht da Befüllung starten mit L3. Man könnte zum Beispiel die Gras noch rausholen, lose, sehe ich gerade. Man könnte die Silage rausholen. Zack. Ich sitze halt immer so schnell, wie ihr die Zeit hochstellt. Ich habe jetzt auf 1 stehen. Die können wir auch gerne mal hochstellen. Auf 360. Dann läuft er ein bisschen schneller durch. Ja, jetzt zum Beispiel mal eine Stunde vorgespult. Und dann gehen wir wieder in die Optionsmenü-Tasten und da habt ihr schon fast 12 Tonnen Silage. Also ist schon fast viel schneller, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Fahrsilo voll macht oder so. Und da hat man schneller Silage für die Kühe oder zum Verkaufen. Geht natürlich auch. Auf jeden Fall, schöner Mod. Ich finde ihn schön. Und es hat auch was. Gab's noch nicht so auf der Konsole, also so ein Fermentiersilo, wo halt alles fermentiert wird. Und ich denke mal, da gehen noch Heuballen oder Grasballen rein, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, falls ihr Fragen habt darüber, gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.